Herzlich willkommen zurück zu Rome 2. Wir haben heute Großes vor. Und als erstes wollte ich ganz einfach in den Regionen, die wir hier besetzt haben, jeweils einen Spion. Nee, einen, wie heißen die? Dignitary und einen Champion ausbilden, die hoffentlich helfen bei der Romanisierung der ganzen Provinz hier. So, in Apollonia haben wir die Apollinaris. Passend. Genau, die Rapax wollte sich ja Athen schnappen. Okay. Larissa ist auch schon unser. Alles klar. Dann haben wir ja bald auch Makedonien. Ja, und Hellas braucht eigentlich nur noch Athen. Ja, gut. Und Knossos, mein Gott, kann eigentlich warten. Ist auch keine große Sache. Nein. Makedonien kann ja erstmal als Kleinstate noch bestehen. Also ich habe jetzt keinen... Ich weiß nicht, wenn die uns jetzt nicht verraten, sehe ich keinen Grund, die direkt zu töten. Dann können wir nämlich erst noch Hellas und so ein bisschen auf unsere Seite bringen. Ja. Dann können wir quasi in einem... Also ich hätte ganz gerne noch ein, zwei Legionen extra, damit wir uns aufteilen können, ein paar... erobern quasi den Balkan und gehen dann eher in Richtung Schwarzes Meer und die anderen können hier Knossos und dann also Knossos einnehmen und dann können wir quasi irgendwann dann als nächstes einmal umschwingen, die eingreifen von Norden, die anderen von Süden an und wir schnappen uns die Türkei. Und dann kommt quasi die nächste, also das wäre quasi die nächste große Etappe und danach geht's weiter dann mit auf der einen Seite mit so, Alter, was ist denn hier los? Genau, dann geht's auf der einen Seite weiter mit dem Nahen Osten. Für die östlichen Legionen und dann halt Gallien und Germanien. Aber das kommt auch noch bald. Wir haben ja noch Zeit. Das ist ja jetzt nicht so, dass wir irgendeinen Terminplan hätten. So, wie sieht's jetzt aus? Wer hat gerade wem den Krieg erklärt? Makedonien hat... Knossos hat allen den Krieg erklärt. Sparta ist ausgestoßen. Die wollen aber nicht gerade in Rom landen oder so, ne? Nee, die sind fast tot. Okay. Apollonia, da geht's bergauf. Das können wir umbauen. Und dann würde ich sagen, Nahrung. Felder, Nahrung. Nahrung, alles schön. Hier können wir Auxiliaries ausbauen. Sehr gut. Ja, perfekt. Und mit denen sind wir noch nicht im Krieg, ne? Das wäre nämlich so geil, wenn die Makedonien platt machen. So, und dann könnt ihr Athen angreifen. Geht das? Kommt ihr ran? Ah, Mist, ganz knapp. Na gut. Ist ja nicht so schlimm. Dann eben nächste Runde. Warten wir noch ein bisschen. So, und jetzt haben wir hier diese komischen Typen. Können ja mal hier rüber. So, und dann haben wir... mehr Income und mehr Zufriedenheit. Perfekt. So, und dann geht die Zufriedenheit auch ganz schnell hoch und wir haben hier alles auf unserer Seite. Apollonia Larissa, das ist gut. So, dann gucken wir doch mal hier. Wer ist denn das? Weil ich glaube, das ist ein einzelner Stamm, ne? Oder? Was? Das sind Britannia. Wie kommen die denn da nach Spanien? Naja, egal, wie dem auch sei, wir schnappen uns die mal. Ich würde ganz gerne hier die ganze Provinz haben. Wie? Achso, ich wollte gerade sagen. Arakilum. Na, oh, Karthadasch kann ausgebaut werden, machen wir. Und wir bauen, was bauen wir denn? Ein Tempel, eine Agora, ein Forum, Alter, ich sag's mal falsch. Noch so ein zufriedenheitsförderndes Ding. Bringt ja eigentlich jetzt nichts mehr. Denn dann können wir auch irgendwas machen, was noch für Nahrung sorgt. Können ja mal gerade durch alle durchgehen eigentlich gerade. Hier in Afrika ist alles gut. Hier können wir den Tempel ausbauen. Das würde uns aber Nahrung kosten. Muss also nicht sein. So, hier ist Ruhe. Hier in Nordafrika können wir die Provinz... Das ist aber... Public Order können wir uns aber leisten eigentlich.
Ah, Italien, genau. Noch mehr Nahrung, perfekt. Roma wächst. Das ist gut. Das ist auch gut. So, und Milan. Genau, Hat in sie auch Milan wollten Roma. wir ja noch eine Legion ausbauen. Das können wir dann direkt machen. Oder wir können die Prätorianer machen. Ich glaube, ich mache jetzt erstmal die Prätorianer. 8, 9, 10. Kriegen natürlich auch einen Adler. 2, 3, 4. Kavallerie. Ja, was kriegen die denn noch? Ja, ihr kriegt Gladiator Speerträger, denn es sind ja quasi, können ja dann sagen, okay, das sind die aus dem Kolosseum, die dann mithelfen zu verteidigen und so. Auch wenn das jetzt nicht so unbedingt logisch wäre, aber egal. Und dann haben wir ein paar Speerträger noch bei den Prätorianern. Und zwar gute Speerträger. Ja, Makedonien zieht nach Norden und verteidigt sich gegen diese ganzen komischen Barbarenstämme da. Das ist ganz gut, dass die da gerade in dem Moment angegriffen haben. Und wenn wir Glück haben, sind die danach trotzdem so geschwächt, dass wir quasi die Schweiz, Österreich etc. alles einnehmen können, ohne dass uns jemand dabei stört. Und dann haben wir unser Reich quasi nochmal um ein Viertel vergrößert, ohne dass wir viel Schaden genommen haben. Wer will Frieden? Okay, das sind irgendwelche Germanen. Die brauchen wir aber nicht. Die interessieren uns eh gar nicht. Aber wie es scheint, ziehen die jetzt irgendwie bei uns da ein, diese komischen Barbaren da. Seht ihr das da? Neben Epidamnos. Muss mal gerade gucken, wer bei uns eigentlich ist. In Larissa ist einer aus unserer Familie, okay. Weil die haben so unendlich viel Gravitas. Milan. Athen. Na, ist eigentlich auch egal im Moment. Larissa, machen wir noch Nahrung draus und Olivenöl. Oh, was ist das denn? Rhodos. So, und ich würde sagen, wir gucken uns die Belagerung mal an. Denn wir haben ja diese riesigen Onager. Und ich will mal sehen, wie das aussieht, wenn wir eine Stadt stürmen. Vor allem Athen. Ist ja nicht irgendeine Stadt. Können wir auch die Akropolis stürmen? Das wird geil. Ich finde, also, was mir so ein bisschen fehlt, was aber bestimmt geil ist, wenn man dann im Multiplayer spielt, habe ich dann noch nicht gemacht. Keine Zeit und keine Lust im Moment. Ist, wenn dann tatsächlich so eine Schlacht in der Stadt stattfindet und das echt so langsam, aber sicher erst ist, weil hier haben wir es ja ganz oft, dass wir alle auf einmal besiegen. Aber wenn man das so spielt mit einem echten Gegner, kann das, also mit einem menschlichen Gegner, kann das ganz gut sein, dass das so erst fallen die Mauern, dann ist man in der Stadt, dann geht es aber um den Marktplatz, dann fällt der und dann geht es erst irgendwie um Tempel XY und dann ganz zum Schluss quasi um die Akropolis. Und dann ist das quasi so eine Art Last Stand. Das ist dann bestimmt geil, wenn man das so spielt. Also, ihr seht ja, was ich meine, ist hier, man fängt hier quasi an, hier stürmt man rein, nimmt das ein, dann das und dann hier. Ich glaube, das ist die Akropolis, ne? Oder ist das hier, dieser Tempel? Ich denk mal, das ist es. Naja. So. Ja, Wetter ist gut. Huch, nicht ruckeln, so. Das ist also Athen. Da ist auch schon die Akropolis. Ja, geil. Das sieht doch mal Hammer aus. Es sieht auch. Also, man muss bedenken, wenn das damals so. Damals muss es echt beeindruckend gewesen sein. Also, immer noch heute, aber damals war das ja. Gab es ja nichts Größeres. Und wenn man mal bedenkt, hier hochzugehen, so. Ist schon krass, ne? Kann ich ja mal hier theatralisch. Ja, schön. Athen, meine Freunde. Und da hinten lauert die Gefahr. In Rot mit Adler. Oh, und das sind tatsächlich ziemlich große Onager. Muss man sagen. Wie machen wir das? Hier ist doch eine Mauer, die sich dazu gerade anbietet, durchzupreschen. Hier allerdings auch, weil hier kann man dann direkt zu einem Siegpunkt. Wie machen wir es? Wollen wir hier, obwohl, nee, hier ist glaube ich besser, ne? Ja, hier kann man zu diesem Siegpunkt dann hier durch. Also, glaube ich, hier ist am besten. So, dann hauen wir doch erstmal.
Oder wir können auch natürlich auch auf zwei Seiten angreifen. Das ist dann zwar gewagter, aber ich glaube, das geht sogar. Machen wir das doch einfach mal. Wer nicht wagt, gewinnt auch nicht. Machen wir 5. Sind das Armet? Ja, gut. 5 Legionäre. Bereit zum Sturm. Wenn es dann drauf ankommt. Plus die Auxiliartruppen. Plus die Kavallerie packe ich jetzt auch mal hier hin. Und dann den Haufen. Hier hinter. Ich kann leider nicht weiter zurück mit der Kamera, das ist ein bisschen komisch. Die Velites hier hin, weil ich denke mal, hier ist die Mauer größer. Und deswegen kommen hier so Typen. Hier sind wohl eher. Hier sind wohl eher Verteidigung auf den Mauern. Ich gruppiere einfach mal alle. Ah ne, die Onaga nicht. So, ihr. Haut mal hier schön drauf. Ihr auch. Hä? Hallo, hier. Okay. Gucken uns das Ganze mal an. Was machen die? Hallo. Als ob ihr nicht in Range seid. Hä, die Range geht doch hier bis. Ach, vielleicht wegen dem Hügel oder so? Ja, ich glaube schon. Ja, nice. Und, was sagen die Legionäre dazu? Wir müssen auch irgendwann mal in so einer Schlacht uns mal am Anfang die Legionäre einfach anhören und angucken. Weil die machen echt coole Kommentare immer. Ja, was habe ich gesagt? Da sind schon hier die Lümmels. Ach, und da kommt Rhodos. Sieh an. Was haben wir denn hier? Citizen Cav. Ja, okay, die können uns ruhig helfen. Die haben scheiß Truppen. Aber das ist fantastisch hier. Das lenkt die nämlich noch zusätzlich ab. Und das hilft uns natürlich umso mehr, weil wir nehmen weniger Verluste, aber die Stadt gehört trotzdem uns am Ende. So, haben die hier Verteidigung? Nee, aber hier ist schon besetzt mit Schiffen. Das heißt, können da nicht mehr landen. Dramatische Vorgänge. Was sagst du dazu, Athena, keine Ahnung, wer auch immer du bist. Oh, coole Reliefe. Krass, dass sie das auch noch mit eingebracht haben. Cool. So. Mauer hat 96%. Da fällt sie ein. Mit ihr alle Hoffnung. Wir bombardieren aber weiter. Denn je größer die Bresche, desto besser. Dein Ernst? Was? Ist der behindert? Fail. Wie schlecht, bitte. Oh mein Gott. Wer wird da gerade gekillt? Die werden gekillt? Von wem? Ach, von dem Turm. Oh. Vielleicht hätten wir das vorher bedenken sollen. Oh, da brennt der Wolf, wa? Also, auch wenn das scheiß Truppen sind an sich. Aber, also, sie sehen echt geil aus. Naja. Okay, so schlecht sind sie eigentlich gar nicht, aber der Sinn ist irgendwie ein bisschen weg jetzt mittlerweile, weil wir so krasse Legionen haben. Naja. So, okay, der Hafen wird also besetzt irgendwie. Da mit irgendwelchen Truppen. Versuche hier ein bisschen die ganze Action einzufangen. Oh, hier brennt es wohl an Bord. Der Turm hat hier wohl, fordert seinen Tribut hier. Hafen ist gut verteidigt. So, ich frage mich, was sie hier jetzt tun. Ich habe etwas wenig Vertrauen, ehrlich gesagt. Komm, wir folgen denen mal in ihrem Ansturm.
Dafür sind Verbündete da. Einfach nur alles abkriegen. So, wer ist breached und wo? Ist der Turm weg? Ja, gut, dann schießt man weiter auf die Mauer. Und wir vergrößern hier die Bresche. Ja. Das war's schon wieder mit unserem Verbündeten, oder wie? Naja. Von mir aus können die sich ruhig schwächen lassen. Ah ne, das war's gar nicht mit dem Turm. Oh ne, habe ich jetzt die darüber geschickt? Ja, okay, das war dumm. Wir verpulvern jetzt einfach unsere ganze Munition, weil dafür sind ja die Onaga da. Wir haben ja noch 55 Minuten und 16 Sekunden Zeit. Kriegen die Schaden? Ja, wir werden beschossen. Von Slingern. Das geht ja mal gar nicht. So, Velites, ihr könnt ja mal hier... gerade ganz kurz, ne, damit die Onaga hier nicht alles abkriegen. Ja, das ist mir... relativ wumpe. So, Onaga zurück bitte. Ich will nicht, dass die irgendwie verletzt werden. Das wäre doof. So, okay. Eigentlich könnten unsere Legionen hier ja schon mal rein. Und das Tor oder so einnehmen. Obwohl das Tor ist mit Öl. Da will ich mich jetzt nicht unbedingt dran versuchen. Aber wenn wir jetzt kurz sprinten mit den Legionen, sind wir eigentlich schon drin. Obwohl wir warten noch, dass die Mauer hier fällt. Dann haben wir, dann können wir einfach da durch. Ich nehme jetzt einfach mit denen hier den Turm ein. Können ja einfach mal dahin laufen. Ist ja eigentlich egal. Verdammt. Okay, das war's mit der Bresche. Dann könnt ihr mal zurück. Und ihr durch die Bresche durch. Ohne die Onaga bitte. Danke. Einfach durchpreschen. Und die Art, Auxiliartruppen können auch mal hinlaufen. Eigentlich kann ja die Kavallerie als erstes hin und gucken, was Sache ist. Als Scouts quasi. Und zur Not können die natürlich auch... Ja komm, lauf, dann haben wir den Turm. Den wir gerade zerstören. Eigentlich auch dumm. Aber egal. Obwohl, können die nicht einfach die Slinger angreifen? Haben die, wir haben bessere Nahkampfstatistik als die Slinger, oder? 10, 16, keine Ahnung. Und die? Als ob. Ach nee, der ist auf dem Legaten, natürlich. Nee, nee, der Legat ist schon richtig, dass er bessere Stats hat. Rome is mother to us all. Komm, dann hitten wir die jetzt einfach. Ah nee, die sind schon oben, oder wie? Alter, das ist ja mega spannend jetzt hier. Die kämpfen. Okay, wir gewinnen den Kampf aber. Und dann schießt die Onaga direkt drauf. Das wäre ja nicht so prickelnd. Was macht denn die Kavallerie? Ich frag mich, haben die eigentlich noch Truppen hier drin? Oder? Weil, so wie es aussieht, haben die hier auf den Mauern viele. Und dann sind alle anderen so ein bisschen verteilt. Was machen denn die Rodianer hier? Rodianer, nicht diese komischen Typen? Star Wars? Rodianer? Warte, wie heißt der noch? Der Typ, den Han Solo erschießt da. Greedo? Ja doch, Greedo, ne? Ist das nicht ein Rodianer? So, also das Alien-Volk heißt man nicht so. Ich keine Ahnung, ist ja auch egal jetzt. Scheiße, okay, so war das eigentlich nicht gedacht. Nein, wir machen das so. Wir nehmen die ein. Ihr nehmt den Turm ein, damit wir nicht mehr beschossen werden. Das wäre schon mal ganz gut. Und dann nehmen wir das Tor ein. So, schneller. Danke. Ja, und wenn hier keiner steht, dann nehmen wir das natürlich auch noch ein. So, wie sieht's aus hier? Haben wir es bald? Wir haben ja Zeit. Sieht aber gut cool aus von den Farben, also schön
schönes Rot und so. Das ist dann wohl der eine, Alter. Das Problem mit den Skorpionen ist, die können sich echt brutal durch solche, Einheiten wie, hier unsere Legionäre durchschlagen oder durchschießen einfach. Das ist echt krass. Also nichts Schönes. Wie man sieht, haben wir auch extrem viele Verluste gemacht bei unserem Vormarsch. Deswegen, ich hätte vielleicht doch noch ein bisschen warten sollen und alles abknallen. Oh, Hopliten. Light Hoplites, was ist das denn? Naja, gut. Okay, was soll's. So, dann würde ich sagen, wir schicken jetzt mal unsere Infanterie nach vorne. Ja, das ist gut. Dem ja unsere Einheiten ein bisschen gelitten haben darunter. So, jetzt bewegt euch doch mal da hoch, bitte. Ihr tätet mir einen großen Gefallen. Ach, die können das nicht einnehmen, weil die nicht abgesetzt... Ach ja, die müssen abgesetzt sein. Abgesessen sein? Naja, sie müssen vom Pferd runter, sagen wir es so. Ja, super. Freue ich mich. War auch schon mal Shogun und so. Okay, jetzt beeilt ihr euch ein bisschen, weil sonst werdet ihr von den Hopliten abgezogen. Warum? Alter, ihr könnt nicht wavern? Was machen die denn da unten eigentlich? Ach, die. Warum denn das? Alter, das läuft gar nicht gut gerade. Weil aus irgendeinem Grund verkackt ihr hier alles. Was machen denn die Schwerträger? Ihr Lümmels sollte eigentlich hoch. So eine Scheiße. Ah, danke. Ah, Gott. So. Legionäre noch dahinter, schnell. So. The men are wavering. Der wütende Mob, der gehört uns. Okay, nice. Das läuft immerhin. Okay. Auf der Seite werden wir völlig vernichtet gerade. Dann dieser Turm, ne? Alter, ich könnte kotzen. So. We have captured the gates. Das ist doch gut. So, jetzt geht's auch da oben hin. Wen haben wir hier? Römer gegen Light Hoplites. Die haben keine Chance. Das sehe ich jetzt schon. Unsere Kavallerie schnappt sich jetzt hoffentlich die Tarantine Cav. Aber EP-Tasten. Die machen uns aber Schaden, das ist scheiße. Oh, beeilt euch mal, ihr sterbt gerade, ihr Idioten. Ich weiß nicht, wie ich das anders ausdrücken soll. So, haben wir es bald. Schön, dass unsere Verbündeten exakt gar nichts tun. Naja, egal. Okay, sie werden getötet. Das ist noch das Beste. Okay. Das lief echt nicht gut. Okay, unser Verbündeter wurde völlig vernichtet. Also richtig krass. Und wir haben aber auch echt viele Verluste erlitten. Das waren diese Scorpion Towers. Die sind extrem krass. Und dann halt wieder die alte Leier mit den ganz vielen versprengten Archers und so. Das ist halt so eine Sache. Wir gewinnen, aber unter enormen Verlusten. Naja. Okay, wir hätten vielleicht echt doch noch mehr belagern sollen. Mit den Onagern oder so. Aber es kam eh noch eine Verstärkungsarmee, deswegen ist es ganz gut jetzt so. Okay. Und wir sind bei 25 Minuten. Das heißt, wir haben wieder mal eine Mega-Folge. Naja. Dauert halt alles ein bisschen länger zu schneiden immer. Ich muss jetzt zu rendern.
Ihr seht, die feindliche Armee hat uns nur 79 Kills zugefügt. Und der Rest war wirklich, waren diese Türme. Und die Verstärkung natürlich noch. Aber das waren alles halt so Slinger und so. Das ist schon krass. Tja. Ach du Scheiße. Aber es ist eine krass große Stadt, muss man sagen. Das reißen wir ab. Das auch, das auch. Das können wir umbauen. Das reißen wir ab. Vielleicht bauen wir das echt zum Legionslager um, oder? Hier unten Legionen? Nee, ich mache hier unten... Legionen werden zentralisiert in Italien und Spanien sein, so. Weil das halt so auch der Ursprungsort von unseren Truppen war. Ah nee, ich bin doof. Und hier machen wir dann... Alter, ich bin echt doof. Was mache ich hier? So, hier machen wir dann ein Auxiliar... ich bin bekloppt, echt. Ein Auxiliar-Camp hin, weil dann können wir hier Hopliten und so ausbilden. Das ist doch cool. Können wir auch so ein paar griechische Armeen, so griechisch-ähnliche Armeen, ja, uns ausbilden. So, ja, wird doch langsam. Fehlt eigentlich nur noch Pella und dann haben wir Makedonien. Ja, und dann haben wir es. Dann haben wir Griechenland. Ah ne, und Knossos. Knossos, aber das Knossos kommt quasi noch dran, wenn wir rüber nach Asia, also nach in die Türkei setzen, weil dann nehmen wir Knossos ein, dann nehmen wir Rhodos ein und dann die ganzen Stadtstaaten hier, also die Sarden und Pergamon. Mon. Genau. Und gleichzeitig wollte ich halt hier oben angreifen. Jetzt muss ich aber mal gucken. Hier sind die Helveti. Und die können wir zum Beispiel uns schnappen. Ich würde nämlich ganz gerne hier langsam auch... Wir gucken mal. Wir gucken mal, das muss nämlich alles geplant werden. Also ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.